Es heißt, Tumore schrumpfen, Krebszellen werden zerstört und Metastasen entstehen gar nicht. So soll diese Substanz nicht nur zur Prävention, sondern primär zur alternativen Behandlung von Krebs dienen. Jedoch darf damit nicht geworben werden. Auf der anderen Seite nämlich kann diese Substanz bei der Verdauung zu toxischen, ja teils sogar tödlichen Wirkungen führen, heißt es. Handelt es sich hierbei also um ein zweischneidiges Schwert oder ist die Sache eindeutig? Finden wir es heraus. Willkommen bei Raira. Wer kennt nicht die folgende Aussage? Vorsicht mit den Kernen von Steinfrüchten. Viele Steinfruchtkerne, wie zum Beispiel die des Apfels, enthalten Amygdalin. Dies wiederum ist ein Cyanid. Und dies wiederum Blausäureverbindungen. Diese entstehen bei der Verdauung. Für die möglich toxische Wirkung von Cyanid ein Beispiel. Einige Menschen, die sich das Leben nehmen wollen, nehmen Ciankali. Wenige Milligramm reichen aus. Ciankali ist ein Cyanid. Wie können Menschen nun behaupten, Amygdalin, welches ebenfalls ein Cyanid ist, wenn auch ein anderes, könnte zu Heilungsprozessen beitragen? Diese Substanz wird oft auch Vitamin B17 genannt. Tatsächlich handelt es sich um einen sekundären Pflanzenstoff. Wir wissen, wie unglaublich gesund sekundäre Pflanzenstoffe sein können. Aber denk mal an den Fliegenpilz. Was macht den eigentlich giftig? Sekundäre Pflanzenstoffe. Amygdalin an sich ist nicht giftig. Doch beim Verdauen dieser Substanz entstehen giftige Abbauprodukte. Benzaldehyd und Cyanid. Ersteres ist erst in hohen Dosen gefährlich. Cyanid hingegen ist bereits in kleinen Dosen sehr toxisch. Befürworter von Amygdalin behaupten nun, Theorie Anfang. Cyanid sei giftig, primär für Krebszellen. Die Begründung? Krebszellen lieben Zucker. Amygdalin enthält Benzaldehyd und Cyanid und zwei Zuckermoleküle, nämlich Glucose. Würde man nun Amygdalin konsumieren, würden die Krebszellen sich von dem Zucker ernähren wollen, das Amygdalin zerlegen, dabei zwangsläufig das Benzaldehyd und das Cyanid freisetzen und durch dessen Toxizität ersticken. Es heißt weiterhin, nur Krebszellen hätten ein Enzym namens Beta-Glucosidase, welches das Amygdalin aufspalte und somit auch die Toxine freisetze. Demnach seien gesunde Zellen völlig geschützt. Das erwähnte Enzym soll jedoch auch, wenn auch in geringem Maße, in den Kernen selbst sowie im Darm vorhanden sein. Demnach wären gesunde Zellen nicht zu 100% geschützt. Doch, es heißt weiterhin, viele gesunde Zellen hätten ein Enzym namens Rhodanase. Dieses bindet die Zellen, die mit Cyanid in Kontakt kämen, an Schwefelmoleküle, was zu nicht toxischen Cyanid führen würde, welche mit dem Urin ausgeschieden werden würden. Theorie Ende. Nicht-Befürworter von Amygdalin hingegen warnen vor den möglichen Folgen, besonders bei oraler Einnahme. Demnach soll der eben genannte Effekt nicht eintreten. Das Benzaldehyd und Cyanid sollen ebenso gesunde Zellen angreifen. Die möglichen Folgen? Vom Erbrechen bis zum Tod sei nichts ausgeschlossen. Hier habt ihr eine Liste. Wir werden uns nun die Vergangenheit um Amygdalin ansehen. Die ersten Forschungen, die ersten Studien. Die zwei Erfolge suggerieren, aber nicht offiziell bestätigt sind, beziehungsweise Studien, die nicht offiziell belegt und oder wiederholt und geprüft wurden. In den 1920er Jahren wurde Amygdalin von Ernst Krebs entdeckt. Es wurde aus Aprikosenkernen isoliert. Tierversuche zeigten positive Wirkungen bei Tumoren. In den 1950er Jahren beschäftigte sich vor allem Dr. Ernst Krebs intensiv mit dem Thema Amygdalin, der von dessen Heilung überzeugt war. So stellte er Extrakte aus Aprikosenkernen her, um sie krebskranken Menschen zu injizieren. Um seiner Überzeugung Ausdruck zu verleihen, injizierte er es sich sogar selbst, angeblich. Angeblich, ebenfalls, sollen auch durch andere Ärzte in den 1950er Jahren, die sich der Thematik annahmen, eben dadurch Krebspatienten geheilt worden sein. In den 1970er Jahren wurde diese Substanz zugelassen für Krebstherapien. In den 1980er Jahren wurde diese Substanz vom selben Richter als nicht zugelassenes Arzneimittel bestimmt. In der Zwischenzeit liefen einige Studien zu dessen Wirkung, die im Ganzen oft positiv zu betrachten sind, jedoch nie offiziell bestätigt wurden. 1. MSKCC. Man stellte Folgendes fest: Amygdalin könne nicht den Tumor töten.
aber es könne Metastasen vernichten, bei Mäusen. 2. Mayo Klinik. Viele Studienteilnehmer litten bereits unter fortgeschrittenem Krebs, oft mitsamt Bestrahlung und Chemotherapie, die erfolglos blieben. In der Studie wurde diesen Patienten Amygdalin verabreicht. In den kommenden 3 Wochen sollen 70% von ihnen eine deutliche Besserung erfahren haben, bis die Wirkung nachzulassen schien. Später erfuhr man, dass das ursprünglich intravenös verabreichte Amygdalin nach 3 Wochen durch orales Amygdalin ausgetauscht wurde. Schließlich wurde das Amygdalin verboten von... Heute wird von der Substanz gewarnt. Aktuelle Studien zeigen keinen eindeutigen Nutzen, weisen jedoch auf negative Gefahren hin. Und so halten wir fest. Amygdalin, ein sekundärer Pflanzenstoff, auch bekannt als Vitamin B17, ein umstrittenes Cyanid. Vereinfacht gesagt besteht es aus 2 Zuckermolekülen und einem Blausäurerest. Befürworter sagen, die Krebszellen spalten Amygdalin wegen des Zuckers und werden dabei durch die Toxizität des Cyanids getötet. Das dazu nötige Enzym besitzen nur Krebszellen. Nichtbefürworter warnen vor den Toxinen und dessen Gefahr. Studien aus den 1970er Jahren zeigen positive Wirkungen, wurden aber nie offiziell bestätigt. Die Substanz ist daher nicht zugelassen. Es wird ausdrücklich vor dessen Toxizität gewarnt. An dieser Stelle ein Hinweis von mir. Dieses Video dient lediglich der Aufklärung. Es wird strikt abgeraten, erwähnte Substanzen zu konsumieren. Was haltet ihr davon? Habt ihr Erfahrungen? Lasst es mich wissen. Jeder hat mal schlechte Tage, an denen es mit der Ernährung nicht hinhaut. Aber die nötigen täglichen Nährstoffe sind unscheinbar wichtig. Hier biete ich dir etwas an, falls du mal Unterstützung brauchst. Wichtige Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe in wenigen Kapseln. Komplette Mahlzeiten und Unterstützung beim Gewichtsverlust in absolut hochwertiger Qualität. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kommst du zu den Produkten. Lass dir das nicht entgehen und investiere lieber in die Prävention als in die Behandlung. In diesem Sinne wünsche ich dir nur das Beste, bleib gesund, peace out.